Am Ende stellte sich heraus, der wahre David war Shell und der wahre Goliath war Greenpeace. So chancenlos war Shell von Anfang an gegen die Wucht der Kampagne von Greenpeace. Wann und wie hat man dieses Phänomen Brent Spar überhaupt zum ersten Mal wahrgenommen? Also ich als Reporter habe Brent Spar zum ersten Mal nicht als Brent Spar wahrgenommen, sondern als irgendein Ölfass, das da auf der Nordsee dümpelt. Weil ich zu Greenpeace eingeladen war, die suchten Journalisten, die mitfuhren und haben uns direkt bei Panorama angesprochen. Wir waren ein Hintergrundmagazin, ob wir das nicht machen wollten. Und dann haben die mir erklärt, was es mit diesem Ölfass auf sich hat. Ich glaube, um ehrlich zu sein, der Name Brent Spar ist noch nicht gefallen. Ich kannte auch gar nicht den genauen Ort, da waren die ja relativ klandestin. Die wollten ja nicht, dass das nach draußen dringt. Also ich kriegte nicht mehr Informationen als nötig. Und hat dich das direkt angefixt, diese Vorstellung, da dümpelt was, was womöglich dann versenkt wird? Wie war die Reaktion darauf? Ja, so zu Anfang in der Theorie, auf den ersten Blick, ich hatte eher eine Ölplattform, eine Bohrplattform im Kopf, zumal da ja auch mal von Plattform die Rede war, also so eine schicke, mit der ganzen Bohrarchitektur und so, eine riesen Koloss, Stahlkoloss am Meer, das konnte ich mir schon ganz attraktiv vorstellen, auch als Fernsehmacher, als Filmer. Und insofern, das Thema selber, das haben sie uns ja erzählt, das war eine Plattform nur, die ist versifft und verseucht mit Öl und Schlamm und sowas. Und wenn da aber dann 400, die stehen ja auf der Nordsee, ins Meer gekippt werden, dann sei das ein großes Thema. Irgendwie leuchtete mir das erstmal grundsätzlich ein, die Geschichte kann man machen. Also man weiß ja nie am Anfang einer Geschichte, was wirklich am Ende dabei herauskommt. Das ist ja auch Teil des Rechercheprozesses und Drehprozesses. Nö, fand ich attraktiv, ja. Wie kam es dazu, dass Journalisten da mitgefahren sind? Wie kamen die da auf dieses Boot? Also Greenpeace hat offenbar, nehme ich an, so habe ich das auch von den Kollegen erfahren, gezielt Medien angesprochen, ob die mitfahren wollten auf eine Mission, die noch geheim sei. Wir würden die nötigen Informationen, die Anlaufdaten bekommen, sodass wir dann dazu stoßen könnten, haben uns grob erzählt, um was es dort ging. Und dann bin ich nach London geflogen und von London nach Lerwick. Und von Lerwick, den Shetlandinseln, sind wir dann in so einem alten Kahn, einem kleinen Schiff, sind wir im Bauch des Schiffes rübergesetzt zu Brent Spar, zu dem Ölfass. Und war stürmische See, sehr stürmisch sogar. Alle Journalisten, 30 waren es, glaube ich, hingen über der Reling und haben gekotzt auf Deutsch, waren alle seekrank. Und dann hatten wir nach einer schrecklichen 30-Stunden-Überfahrt, sind wir dann morgens dort angekommen. Und mit welchen Erwartungen seid ihr da hingefahren? Was habt ihr euch vorgestellt, was passieren können? Was hat sich auch Greenpeace vorgestellt? Die Erwartungen waren eigentlich, dass Greenpeace, das ja schon bekannt war für spektakuläre Aktionen von Walfängern, gegen die sie angegangen sind und auch von der Rainbow Warrior. Also die Erwartung war, dass Greenpeace da mit einer spektakulären Aktion diese Ölplattform entert. Leute, die an Seilen über dem Meer hängen, unten die stürmische See und dann heldenhaft diese Ölplattform des Ölmultishells dort erobern regelrecht. Vielleicht sind da sogar Arbeiter, gegen die man sich durchsetzen muss. Also das versprach erstmal Action. Und dann war natürlich die Erwartung weniger von uns zunächst, weil die Fantasie reichte so noch gar nicht aus, aber natürlich von Greenpeace, dass es jetzt zu der Konstellation kommen würde, die Greenpeace am liebsten hatte, David gegen Goliath. Greenpeace hoffte, dass Shell jetzt Greenpeace den Krieg erklären würde. Ich war mir da nicht so sicher und die Leute, die Greenpeace-Fighter vor Ort, auch nicht so unbedingt. Also ich weiß noch, als wir dann zum ersten Mal im Morgengrauen da dieses hässliche, verrostete, dicke, fette, faulige Fass vor uns auftauchen sahen. Mehr war das nämlich nicht. Da war nichts mehr mit schicken Bohrtürmen und Stelen und so. Das war einfach nur ein Fass, das da auf der Nordsee dümpelte. Da sagte ich zu dem Zindler, der damals die Kampagne mitleitete von Greenpeace, wir standen da, ich sagte, und da sollen die Scheinwerfer der Welt drauf gerichtet sein. Und er selber wurde da irgendwie auch kleinlaut und sagte, oh Mann, sagt er, hier können wir auch verhungern. Und wie ging das dann weiter, nachdem ihr da angekommen wart? Wie kamt ihr da an Bord und was hat euch da erwartet? Wir sind dann mit Booten ja rübergesetzt, wie gesagt, durch sehr bewegte und stürmische See, wir sind alle nass geworden, es war schweinekalt, war Ende April, Anfang Mai da oben in der Nordsee, 3-4 Grad, war auch ungemütlich, auch nicht ganz ungefährlich, vielleicht will ich nicht übertreiben, aber so angenehm ist es nicht, sind dann sogar Shell-Arbeitern über den Weg gelaufen und diese Shell-Arbeiter waren ganz besorgt um uns, die sagten, Mensch, passt auf und so, hier auch im Wasser und diese Rostleiter da und wenn ihr darauf wollt, die hatten gar nichts dagegen, dass wir darauf gingen, wenn ihr darauf wollt, also eigentlich ist es sogar verboten, es ist gefährlich, sie rieten uns davon freundlich ab.
Und immer war ein bisschen absurd das Ganze, weil die natürlich gar nicht ahnten, dass da Greenpeace sozusagen der schlagkräftigste Ökokonzern unterwegs war, ihnen das Wasser abzugraben. So, und dann kamen wir da an dem, die sind dann aber weitergefahren und haben sozusagen ihre Pflicht getan, uns gewarnt. Und wir sind dann an die Ölplattform ran und sind dann diese rostige Leiter darauf geklettert. Und ein Fotograf fiel ins Wasser, das war gar nicht so ohne, weil als wir oben ankamen, da gab es keine Heizung, es war alles nass, es war alles komplett versifft. Es gab keine richtigen Schlafmöglichkeiten, man ist nie trocken geworden, es war wahnsinnig kalt und so ein Stahlkoloss, der macht es ja noch kälter. Und wir sind da eine Woche lang sind wir da praktisch nicht mehr trocken geworden. Und der Sturm war so stark, dass die Verbindung zu den Booten, die uns versorgen sollten, abriss. Und nachdem diese Verbindung innerhalb kürzester Zeit, als wir gerade die Insel geentert hatten, also gerade oben auf der Plattform angelangt waren, als die Verbindung riss, da wurde uns dann klar, als wir auspackten, was schon an Bord war, dass es chaotisch organisiert war. Die hatten 2000 Putzlappen an Bord, weil sie ja, so waren sie damals, diese Ölplattform sauber machen wollte, ist ja auch mehr oder weniger nur ein Mediengag, ich meine absurd mit 2000 Putzlappen, aber es war nichts zu essen auf dem Schiff und es waren auch keine technischen Geräte da, nicht mal für uns schon Fernsehjournalisten an Bord gekommen, jedenfalls nicht ausreichend. So, und dann waren wir da in der Kälte, standen da auf diesem vergessenen, verrotteten Stahlfass und hatten eine Woche nichts zu essen. Und ich konnte mir dann noch weniger vorstellen, dass auch nur irgendjemand sich für uns interessieren würde. Und ich weiß, dass auch die Greenpeace-Leute dann sagten, das Schlimmste sei, das sagten die von Anfang an, das Schlimmste sei, wenn Shell uns ignoriert. Das sagten sie, das ist unser Super-GAU. Dann haben wir keine Chance, dann verhungern wir hier medial. Wie war das für dich? Du hast dir dann berichtet von der Plattform oder hast es zumindest versucht. Wie waren denn so die ersten Resonanzen? Wie war denn die Wirkung dessen, was man da gemacht hat? Das muss man eindeutig sagen. Wir waren ja abgeschnitten von der Außenwelt und in dieser ersten Woche haben sich die schlimmsten Befürchtungen von Greenpeace und auch meine geheimen Befürchtungen, die ich natürlich auch gehegt habe, vollkommen erfüllt. Irgendwie hat uns niemand so richtig beachtet. Wir haben dann Panorama einen Film gemacht. Ich habe schnell noch das Material rüberliefern können. Der wurde dann zusammengeschnitten. Wir haben auch Greenpeace noch einvernommen. Aber das Ganze war für ein politisches Magazin okay, aber Alltag. Ja, Greenpeace ist da auf einer Ölplattform und da passiert wieder irgendwie so ein Umweltskandälchen. Aber da hat keiner wirklich hingeguckt. Und nachdem wir nach einer Woche dann von dem Schiff runterkamen, bin ich dann ja auch zurück nach Hamburg gereist. Und nichts deutete darauf hin, dass Brent Spa zu diesem Spektakel werden sollte, das eine ganze Generation ja später geprägt hat. War das denn für die Reporter damals auch so, dass man da eigentlich doch mit dem Guten unterwegs war? Habt ihr das auch so gesehen? Ja, doch. Also ich war mir nicht sicher, das auf jeden Fall. Ich war mir nicht sicher, ob Greenpeace wirklich recht hatte. Ich war mir auch nicht sicher, ob das Ausmaß der Umweltzerstörung so groß war, wie Greenpeace uns das aufgemalt hat. Das alles, da war ich sehr, sehr, sehr kritisch, aber ich im Grundsatz habe ich mit Greenpeace übereingestimmt, habe gesagt, ja, man muss sich damit auseinandersetzen, wenn hier statt nicht nur eine, sondern 400 Ölplattformen einfach im Meer versenkt werden, dann kann das eigentlich nicht richtig sein und vor allem muss dem eine Debatte und eine Evaluation vorausgehen, die transparent ist. Das habe ich eingesehen. Insofern fand ich das Grundanliegen von Greenpeace okay und war der Meinung, egal welche Lösung am Ende die richtige ist, es muss darüber debattiert werden. Und da muss man die Öffentlichkeit mobilisieren. Insofern habe ich damals ja die Grundrichtung von Greenpeace habe ich geteilt. Ja. Du hast ja schon angedeutet, Greenpeace hat immer mit diesem Bild David gegen Goliath operiert, egal in welcher Kampagne. Aber auf der anderen Seite kriege ich so langsam das Gefühl, Greenpeace war gar kein David mehr. In der Rückschau, im Ergebnis, nach der Entwicklung der Geschichte, völlig richtig, am Ende stellte sich heraus, der wahre David war Shell und der wahre Goliath war Greenpeace. So chancenlos war Shell von Anfang an gegen die Wucht der Kampagne von Greenpeace. Zynischerweise, absurderweise, sogar, obwohl sie recht hatten, Shell hatte recht. Die Versenkung auf der See war die ökologisch sinnvollste. Dennoch waren sie chancenlos, waren sie im Grunde genommen der wahre David und Shell war der wahre Goliath. Und am Ende hat sich das ja für Shell auch am Ende zu einer Falle regelrecht entwickelt, das ist ja noch übersteigert worden. Greenpeace glaubte ja am Ende selber an die Goliath-Rolle. Wenige Wochen später, nach dem gigantischen Medienerfolg der Brent Spa, nach diesem Scoop, wenige Wochen später, wollten sie dann ja die französische Kriegsmarine in die Knie zwingen und trauten sich das zu. Und sind auf die Mururoa-Atolle, wo Atomversuche stattfinden sollten, zugerollt mit einer kleinen Barke. Und sind jämmerlich gescheitert.
sodass am Ende sogar böse Kommentatoren von einem Öko-Volkssturm gesprochen haben, den Greenpeace da entfacht hatte, was ein ganz böses Wort ist, aber was eben zeigt, wie auch Greenpeace selber sich dann mitreißen ließ und unter welcher Hybris die am Ende auch litten. Meine, der große Wendepunkt in der Geschichte war ja am 23. Mai, als Shell mit seinem Kranschiff da angerückt ist und dann mit diesem irren Käfig da auf der Plattform gelandet. Das hat ja offenbar alles geändert auf einen Schlag. Warum war das auf einmal so wirkungsvoll? Weil das die Bilder sind, die Greenpeace groß gemacht haben und die Bilder sind, auf die die Menschen emotional anspringen. Da kämpfen aufrechte, selbstlose Greenpeace-Fighter für die Umwelt gegen den bösen Ölkonzern. David gegen Goliath. Alle Klischees haben diese Bilder erfüllt. Und natürlich, das Herz geht da auf. Weil Shell hat Interessen, materielle Interessen, Profitinteressen. Und Greenpeace, so jedenfalls dachte man, Greenpeace hat Umweltinteressen, humane Interessen. Da war völlig klar, auf wessen Seite die Öffentlichkeit stehen würde. Und in dem Moment, als diese Bilder liefen, in dem Moment war propagandistisch Greenpeace nicht mehr zu schlagen. Das ist meine feste Überzeugung. Also dass diese Bilder haben die Helden gemalt, die die Öffentlichkeit wollte, die die Medien brauchte und Greenpeace am allermeisten. Es ist ja auffällig, dass diese Bilder und dass diese durchschlagende Wirkung vor allen Dingen in Deutschland so stark war. Und da frage ich mich eigentlich bis heute, warum ist das bei uns so viel stärker eingeschlagen als anderswo, als zum Beispiel in Großbritannien? Warum Deutschland? Deutschland ist ja immer sozusagen das ökobewegteste Land in Europa gewesen. Und ich glaube, dass Deutschland auch nach 40 Wiederaufbaujahren, wo wahnsinnig viel im Vordergrund stand, wie kommen wir jetzt endlich wieder, finden wir Anschluss und sind bescheiden und sind klein, dass in Deutschland sich möglicherweise auch sowas aufgestaut hatte wie: Das braucht ja jedes Land eine Art Mission, eine Art Sendungsbewusstsein. Und die Engländer und Franzosen, Amerikaner, die hatten alle eine Mission. Die Deutschen hatten ja keine. Und ich kann mir durchaus vorstellen, so habe ich das damals auch empfunden, dass endlich auch die Deutschen wieder ein ideologisches oder ideelles Ziel hatten, das darüber hinausging, jetzt Wohlstand anzuhäufen. Und Umwelt kommt da sehr unschuldig daher. Und eine ganze Generation hat sich ja von dem Gedanken, dass wir die Umwelt retten müssen, hat sich ja von diesem Gedanken anstecken lassen und auch begeistern lassen. Und insofern ist das in Deutschland besonders auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und dann kamen Politiker dazu, die das wussten. Die wussten, dass in der deutschen Öffentlichkeit es eine breite Umweltbewegung gab. Und die wussten, wenn sie sich gegen diese Umweltbewegung, gegen Greenpeace stellen und auf die Seite von Shell, dass sie dann genauso in dem Strudel untergehen, in dem auch Shell schon unterzugehen drohte. Und dann hat sich die Politik in Deutschland sehr opportunistisch und sehr schnell, aber sehr klug, wenn man das von propagandistischen Gesichtspunkten her sieht, hat sich dann auf die Seite von Greenpeace gestellt, was ja auch relativ billig war. Inwiefern billig? Den deutschen Steuerzahler kostete diese Ölplattform, die da versenkt wurde, erstmal nichts. Also das war ja nicht so, dass wir Deutschen dafür finanziell oder sonst wie gerade stehen mussten, sondern das war ohne Kollateralschaden zu haben. Shell hatte auch gar keine Druckmittel in Deutschland, konnte ja auch mit nichts sozusagen Gegendruck erzeugen, sondern war ausschließlich auf die Öffentlichkeitswirkung angewiesen. Und da kriegten Politiker zum Nulltarif, kriegten sie eine Imagekampagne, die sich natürlich sofort auszahlte. Und welche Politiker greift da nicht zu? Ich meine, das hat ja im Prinzip auch Ausmaße angenommen, die auch vollkommen gegen journalistische Standards waren. Es gab dann Tageszeitungen, die haben dann diese Postkarten abgedruckt, die man an Shell schicken konnte, ja, und haben die zum Teil sogar vorfrankiert. Da ist doch was völlig aus dem Ruder gelaufen. Das würde doch heute gar nicht mehr passieren. Ja. Da ist was aus dem Ruder gelaufen. Das ist eben diese Euphorie gewesen, dieser, und das war ja eine der ersten Aktionen, wo Konsumenten und normale Bürger plötzlich Macht bekamen. Und zwar als Verbraucher, als Konsumenten. Das war ja das Entscheidende. Shell hatte ja wirtschaftliche Interessen in Deutschland, brauchte Kunden. Und zum ersten Mal konnten Kunden selber aufstehen und sagen, so nicht mit uns. Gegen einen Weltkonzern. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und ich glaube, dass diese Begeisterung, diese Euphorie, wir haben jetzt auch mal was zu sagen, wir haben jetzt Macht, da haben sich alle mitreißen lassen, auch die Medien. Das wirkte ja wie ein urdemokratischer Prozess. Jetzt kann der Verbraucher, der Autofahrer am Zapfahren, kann Shell ins Gesicht sagen, mit mir nicht. Und woanders hinfahren. Und dieses Gefühl der Macht des gewöhnlichen Kunden, der hat alle berauscht. Und am Ende auch die Medien und die Politiker. Bis hin zum Bundeskanzler.
Das Wir-Gefühl war ja buchstäblich dann Thema, sogar in den Medien, weil irgendwann die Reporter sogar dazu übergegangen sind, diese Haltung einzunehmen. Ja? Aber offenbar ist man dann erst hinterher darüber wach geworden. Das war ja damals, während es passiert ist, glaube ich, ist es nicht zum Skandal geworden. Wir haben das bemerkt, doch, doch. Es gab auch schon während der Kampagne Debatten, wenn Reporter plötzlich in Wir-Form berichteten und sich damit sich und Greenpeace meinten auf der Plattform, dann haben wir schon gesagt, das geht zu weit. Wir haben das auch schon öfter gesagt. Wir haben gesagt, Leute, so können wir das nicht machen. Wir können ja nicht der Verstärker von Greenpeace sein. Wir können nicht das Sprachrohr einer Umweltbewegung sein, eines Umweltkonzerns ja letztlich auch. Sondern wir müssen da mehr Distanz bewahren. Die Debatten gab es, aber die Debatten, wie gesagt, das waren relativ intellektuelle Debatten, die bestenfalls fanden die im höheren Feuilleton oder in Redaktionsstuben statt, aber eine öffentliche Wucht, eine öffentliche Wirkung haben die nicht erzeugt, weil eben, und das ist das Problem gewesen, auch von Shell, weil die Grundgeschichte, ihr könnt doch nicht 400 Plattformen, versifft wie sie mit Öl sind, einfach im Meer versinken, weil diese Grundannahme nicht erschüttert war dadurch. Sondern die Grundannahme stimmte für alle bis zum Schluss. Und aufgrund dieser Grundannahme, weil die stimmte, war alles andere eben auch erlaubt, weil es ja im Interesse des Guten war. Nun hat ja Shell, obwohl sie ja sehr lange durchgehalten haben mit ihrem Plan, am Ende ja doch beigedreht. War das was ihr erwartet hatte, oder war das eine komplette Überraschung? Nö, das war eine bedingungslose Kapitulation, die aber in der Luft lag. Also den Krieg hatte Greenpeace längst gewonnen. Und Shell taumelte ja nur noch von einer medialen Niederlage in die andere und war ja auch weit geschossen. Bis hin in die Spitze der Bundesregierung gab es nur Kritiker. Und insofern war die Aufgabe von Shell war eigentlich nur die logische Konsequenz ihrer totalen Niederlage. Sie hatte ja auch nichts mehr. Womit wollte Shell noch argumentieren? Womit wollte Shell noch gewinnen? Die Magazine waren völlig leer. Und insofern war es die bedingungslose Kapitulation gegenüber der Macht und Gewalt dieser Kampagne, die Greenpeace dort entfacht hatte. Und kam ja kurz danach, nachdem die Plattform schon nach Norwegen geschleppt wurde, sogar noch während sie geschleppt wurde, kam ja raus, dass Greenpeace bei den Anschuldigungen einen sogenannten Messfehler begangen hat, dass sie sich also verkalkuliert haben und die Menge von Öl oder Schadstoffen maßlos übertrieben hatte. Was hat das für eine Rolle gespielt bei dieser ganzen Geschichte, dieser Messfehler? Das war gefährlicher, als man, glaube ich, gemeinhin annimmt. Das war etwas, was Greenpeace Glaubwürdigkeit schon beschädigt hat und auch das Image von Greenpeace. Nicht die Tatsache, dass die sich vermessen hatten, das kann ja passieren, aber dass sie so getan haben, als sei ihre Messung die letzte Wahrheit. Das hatten sie getan, damit haben sie die ganze Zeit argumentiert. Das hat schon Greenpeace Glaubwürdigkeit gekostet, weil man von einer Umweltbewegung schon erwartet, dass sie ehrlich argumentiert und ehrlich misst. Und insofern, finde ich, hat Greenpeace da Schaden erlitten, erheblichen Schaden auf Dauer. Weil jetzt konnte man ja nie mehr glauben, wenn die Sachen so und so viel Wale werden umgebracht, so und so viel Schadstoffe werden eingeleitet, wir haben das gemessen, wie kann man ihnen glauben, kann man ihnen nicht glauben. Da haben sie wirklich wichtiges Kapital verspielt.